Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Blender-Tutorial. Hier im Forum Coders Home haben wir einen Beitrag, ein Thema gestartet über Blender. Das ist jetzt das zweite Thema, aber das erste offizielle Thema, ein Tutorial. Die Tutorials, die ich hier verlinkt habe, sind nicht von mir. Sie dienen aber als Einstieg. Und wenn man diese durch hat, dann ist man in der Lage, auch einen Tisch zum Beispiel zu modellieren. Dazu muss man sich erstmal im Raum bewegen können. Und da zeige ich nochmal ganz kurz, wie das geht, im Raum zu bewegen. Wir wiederholen das mal ein wenig. Ich versuche das kurz zu halten. Blender. Okay. Wir befinden uns in der Ansicht des 3D-View. Das erkennt man hier am Symbol. Da ist das Symbol und hier steht 3D-View. Das ist das 3D-View-Fenster. Fenster bestehen im Blender aus diesen geriffelten Linien hier unten. Wenn man drüber geht, wird die Maus zum Kreuz. Das ist an jedem Fenster unten, unten links und oben rechts ist auch so eine geriffelte Linie. Und alles dazwischen ist ein Fenster im Blender. Das sehen wir auch hier. Hier haben wir auch ein Fensterchen und da. Und jedes Fenster hat auch einen Header, der versteckt sein kann. Wenn man ihn nämlich von hier anfasst mit der linken Maustaste und runterzieht, dann ist er versteckt. Den kann man hier aber mit dem Klick auf das Pluszeichen wieder hervorheben. Dieses kleine Ding hier ist kein Fenster. Das ist kein eigenes Fenster, sage ich mal. Das gehört zum 3D-View. Wir sehen ja auch, dass hier diese geriffelte Linie anfängt und dieses Ding hat keine eigene geriffelte Linie hier unten. Nur hier eine andere, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber wenn ihr einen Blender aufmacht, seht ihr das. Und keine geriffelte Linie, so wie diese Fenster. Diese geriffelten Linien dienen ja eigentlich nur, um die Fenster zu splitten. Wenn man da jetzt dran drüber ist mit der Maus und dran zieht, dann öffnet sich das Fenster nochmal, was wir geöffnet haben. Man kann dieses kleine mal wieder wegmachen. Ich mache das auch hier weg. Und man kann hier natürlich die Fenster auch wieder verbinden, indem man wieder hier rauf geht auf diesen. Und dann in das Fenster zieht, in das man sozusagen hineinwandern möchte. Das heißt, ich ziehe nach da und dann erscheint hier ein Pfeil, dass das linke Fenster in das rechte Fenster wandern will und somit das auch noch aufnehmen möchte. Ich lasse die linke Maustaste los und schon ist das wieder miteinander verschmolzen. Und die gleiche Aktion können wir hier oben machen und hier unten machen. Das je nachdem, nicht? Wenn ich jetzt hier nach innen schiebe, dann kommt auf dieser Seite das Fensterchen. Und wenn ich von hier nach da wandere, dann kann ich in dieses Fenster hineingehen. Okay, wie man sich im Raum vom Blender bewegt. Das ist die Standardansicht. Und ich habe ja gesagt, dass es verschiedene Perspektiven gibt. Ich habe hier auch in diesem Forum Notizzettel gemacht. Zum Beispiel auf dem Nummernblock stehen hier einzelne Zahlen, die ganz wichtig sind, und wie wir den Raum drehen, wie wir den Raum verschieben und wie wir zoomen. Machen wir das zuerst mal da unten, den Raum drehen. Dazu wechsle ich wieder in Blender und drücke die mittlere Maustaste irgendwo und bewege die Maus damit und gucke, was passiert. Aha. Okay. Da bewegt sich der Raum etwas. Wenn ich an den Seiten hier bin und hier an der Seite klicke mit der mittleren Maustaste und nach unten ziehe, dann schwenke ich den, dann kippe ich den Raum also seitwärts. Und wenn ich auf dieser Seite das mache, passiert genau das Gleiche. Hier so also ungefähr in der Mitte. Ich klicke mit der mittleren Maustaste, ziehe nach oben oder nach unten, damit kippe ich den Raum seitwärts. Wenn ich ein bisschen mit der Maus nach links jetzt gehe, ich halte immer noch gedrückt, dann drehen wir den Raum. Und wieder zurück. Und wenn ich das hier in der Mitte drücke, entweder oben oder unten oder auch in der Mitte, ganz egal wo, dann schwenken wir den Raum so, klappen wir den sozusagen nach vorne und nach hinten. Und dass man das hier so schräg machen kann oder auch nicht, das ist nur in diesem Modus verfügbar, in diesem standardmäßig eingestellten Modus von Blender. Dieses System nennt sich Trackball. Es gibt noch ein anderes System und das will ich unbedingt sagen und zeigen auch, denn ich habe gehört, dass einige Grafiker, die andere 3D-Programme vorher benutzt haben,
dieses hier überhaupt nicht gut finden und sie auch den Überblick über oben und unten verlieren, weil wenn ich das jetzt mal umklappe und hier wieder nach vorne ziehe, hier ein bisschen zur Seite mache, ja, man kann ziemlich schnell den Überblick verlieren. Außerdem, die Seiten kann man klappen. Das gefällt den Leuten wohl nicht so sehr. Dafür gibt es noch ein anderes System. Wir gehen hier oben in, was ist das für ein Fenster? Ah, das ist das Infofenster. Wir wechseln hier mal im Infofenster, gehen wir mal rein mit der Maus und hier im Header und klicken auf File und dort gehen wir zu User Preferences. Okay, und hier in diesem User Preferences Fenster, also wie wir darauf geklickt haben, öffnet sich ein neues Fensterchen und dort sind einige Tabs. Wir müssen auf Input gehen, auf den Tab Input hier oben. Und hier gehen wir beim Orbit Style nicht auf Trackball, das ist das Aktive, sondern wir gehen auf Turntable. Und wir müssen hier nicht speichern oder auf OK klicken, das ist schon aktiviert. Es sei denn, ihr wollt das wirklich für immer speichern, also bis ihr es wieder hier verändert und auch nach dem nächsten Schließen wieder so diese Einstellung habt. Aber zurzeit ist das für diese Einstellung ganz okay. Und jetzt in diesem Modus kann man sozusagen, ja, wenn ich jetzt hier den Grid Floor mal ausrichtet, der ist gerade. Und ich kann, wenn ich jetzt hier an der Seite mit der mittleren Maustaste drücke, den Raum nicht mehr so umschwenken, seitwärts. Nein, ich mache das von allen Seiten, egal wo ich mich befinde, kann ich nur noch vorne und hinten klappen. Also vorwärts und rückwärts klappen, dieses Ding. Nicht mehr, dass das hier so nach rechts umschwenkt. Dafür müsste ich jetzt einfach mal mit der Maustaste einfach nach links gehen oder nach links ziehen, das Objekt drehen und dann kann ich hier wieder klappen. Ich kann nur diese vordere Seite hier klappen, nicht mehr die Seiten. Ja, das ist ein wichtiges Merkmal, finden andere Grafiker. Das sollte man einstellen, wenn man mit dem anderen Modus nicht klarkommt, mit dem Orbit Style. Dann empfehle ich wirklich auch dieses System hier, da man sich hier vielleicht auch, ja, damit man hier nicht so schnell in Schieflagen gerät. Und ja, das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Die beiden Modis werde ich euch besser gefallen. Und das ist schon, ja, das ist schon das System. Ich schalte bei mir wieder um auf ja, Trackball. Und ja, ihr könnt es bei euch einstellen, wie ihr möchtet. Und wenn ihr am Ende die Einstellung gefunden habt, die ihr wollt, dann könnt ihr die natürlich ja auch abspeichern. Und zum Beispiel hier als Save User Settings. Übrigens, wenn ihr hier Fenster teilt und hier und dann hier auf Save User Settings, dann wird das Fenster auch mitgespeichert, so wie es geteilt ist. Ich würde daher empfehlen, bevor ihr ja hier was am Layout ändert, also größere Sachen ändert, würde ich euch eher vorschlagen, mal hier gibt es verschiedene Modi vorgegebene. Das 3D-View ist diese Arbeitsfläche mit dieser Umgebung, ist so die Standard-Dings. Ich würde dann hier vorne auf das Pluszeichen gehen und ich würde dann das hier reinklicken und das umbenennen in eigene Arbeitsumgebung oder so. Und dann kann ich jetzt auch hier Fenster splitten, wie ich will und was weiß ich und welche wegmachen und so. Und wenn ich das jetzt so speichere, dann wird das hier in eigene Arbeitsumgebung gespeichert und nicht mehr in Default, wo wir ja mit auch die Tutorials durchführen und auch sonst Tutorials da sind. Also dann lieber eigene Arbeitsumgebung. Wenn ich hier auf das X gehe, dann heißt es, ich lösche es. Es ist hier nicht mehr da. Und wenn ich jetzt nun, ja, jetzt müsste ich aber, ich drücke mal Escape, damit ich hier rauskomme. Das müssten wir jetzt aber auch neu speichern. Save User Settings. Ansonsten wird das beim Neustart wieder mit geladen, diese eigene Arbeitsfläche, wenn wir sie nicht haben wollen. Okay, wir sind jetzt hier in diesem Modus Orbit Style. Ich kann wieder meine Seiten klappen. Wer den anderen Orbit Style Turntable ausgewählt hat, kann das nicht, aber er kann ja halt vorne wählen. Ich kann es an die Seiten, vorne. Ja, und ihr nicht. Die es genutzt haben, die können es nicht. Okay,
Das ist, wie wir wissen, jetzt also mit der mittleren Maustaste ganz bequem können wir hier das ganze Ding drehen und so weiter und so fort. Und wenn wir mal ein Objekt aus der Sicht verlieren, wie das da, das rotiert sich jetzt ziemlich weit weg. Die Kamera ist auch nur ein Objekt, dann können wir einfach auf der Tastatur im Nummernblock das Komma drücken. Und das Komma rückt sozusagen ein Objekt in den Fokus. Das mache ich mal. Ich drücke das Komma, wird hier leider nur als Punkt dargestellt. Das Komma auf der Nummernblock und so schon wechselt die Ansicht sozusagen in den Fokus dieses selektierten Objekts. Ich kann rauszoomen trotzdem, aber das selektierte Objekt ist wirklich in der Mitte aus allen Richtungen gesetzt worden. Und wenn ich jetzt rotiere, ja, dann sehe ich die Kamera super schön, auch wenn ich wieder reinzoome. Von allen Seiten kann ich sie richtig schön betrachten, ohne dass sie mal weiter weg ist. Also ich bewege mich ja hier an diesem Punkt, aber ohne dass ein Objekt zu weit weg ist. Und das kann ich nochmal zeigen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wenn wir jetzt hier sind, diesen Cube, diesen Würfel bewegen und wir drücken Shift und die mittlere Maustaste, um den Raum zu bewegen, denn das können wir auch machen. Das habt ihr da auch schon gelernt. Ich schiebe das mal zur Seite. Und zwar in negativer X-Richtung. Hier sehen wir das globale Koordinatensystem. Wenn ich drehe, sehen wir noch die Z-Achse. Und jetzt wechsle ich mal in die Seitenperspektive von rechts. Und dafür drücke ich die 3 auf dem Nummernpad. Und ja, diese Ansicht gefällt mir auch noch nicht. Ich bin in der perspektivischen Ansicht. Also drücke ich die 5, um in die orthografische Ansicht zu wechseln. Orthogonale Ansicht zu wechseln. Und hier befindet sich auch nochmal das Weltgerüst sozusagen, an dem man sich orientieren kann. Je mehr man reinzoomt, desto mehr zerteilt sich das in kleinere. Ja, das macht es für ein paar Steps. Und jetzt sehe ich dieser Würfel. Oh, der ist ja direkt in der Mitte. Der ist ja nicht weit weg. Na, dann kann ich doch eigentlich, wenn ich den jetzt von allen Seiten schön betrachten will, super, ich drehe das. Aber das ist mir echt zu viel. Ja, für diesen Modus halt, da drückt man halt das Komma auf dem Nummernblock, damit das in den Fokus gerichtet ist. Und wenn wir das gemacht haben, können wir auch wieder rauszoomen. Es ist in den Fokus gelangt und jetzt können wir super schön drehen um das Ding. Ja, eine andere Alternative ist natürlich, wenn das passiert nämlich ziemlich häufig. Ich verschiebe das aus der oberen Perspektive von oben nochmal zur Seite. Die Welt, nicht den Würfel, sondern alles. Die ganze Welt habe ich damit verschoben. Könnt das mal sehen. Ich verschiebe so die Welt. Wenn ich von oben das mal zur Seite verschoben habe und wieder von der rechten Seite gucke, dann ist das Ding ja immer noch da. Und wenn ich jetzt hier, jetzt merke ich, aha, das ist aber Mist, das Objekt ist so weit weg. Es gibt größere Objekte, viel größere Objekte, wo, naja, der Zoom sich nicht lohnt, also das Fokussieren sich nicht lohnt, weil stellen wir uns mal riesengroße Flächen, so Terrains vor oder irgendwelche Landschaften oder so, die aus einem Objekt bestehen und ich klicke das an, dann drücke ich mein Komma und dann rückt das in den Fokus, aber dann ist das Objekt noch riesengroß und wenn ich darum drehe oder so, dann will ich aber nur ein bestimmtes Stück davon sehen. Stellen wir uns mal vor, dieser Würfel hier wäre jetzt lang und flach. Das mache ich jetzt auch mal. Dafür verwende ich hier einfach mal den 3D-Manipulator und skaliere das einfach mal. Das erkläre ich aber nochmal extra. Ich drücke hier rauf für den Skalier-Modus und ziehe hier an dem kleinen Ding mal etwas, ja, etwas flacher. An dem grünen hier ziehe ich auch etwas länger. Und dann fehlt noch der andere, der rote hier vorne. Da ziehe ich jetzt so lang. Ja, jetzt ist unser Objekt. Ich könnte das vielleicht. Und jetzt ist schon ein kleines Problemchen. Von oben sollten wir mal gucken. Ich drücke die 7. Und jetzt mache ich nochmal diese Richtung. Ja, wie man sieht, lohnt es sich einfach auch schon in den vorgegebenen Tastenfeldern zu gehen. Also von oben, von vorne oder von der Seite. Das lohnt sich also sehr schön. Und zum Bearbeiten ist es einfach perfekt. So, und wenn ich jetzt sage, ich möchte nun jetzt dieses Objekt in den Fokus geraten haben, dann drücke ich Komma. Und jetzt kann ich ranzoomen oder rauszoomen und ich drehe mich immer um diesen Mittelpunkt, der da drin ist. Oder um den Mittelpunkt des Objektes insgesamt. Darum drehe ich mich. Aber leider will ich jetzt zum Beispiel, jetzt kriege ich hier eine Nachricht,
Wenn ich jetzt zum Beispiel aber da die hintere Ecke gut betrachten möchte von diesem großen Objekt, dann ist das immer noch zu weit weg und das ist natürlich bekloppt. Okay, und für diesen Fall gibt es die andere Möglichkeit, es ist ein, ja, das muss man halt so machen.